Ich glaube, es ist Zeit für Thronebreaker, The Witcher Tales. Ich hoffe wirklich, dass ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe das mal kurz angetestet und ich glaube, das ist vollständig vertont. Das wäre echt gut, dann müsste ich nämlich nicht vorlesen in den Cutscenes und Gesprächen und das wird meine Stimme gerade ein bisschen schonen. Wenn man 15 Stunden fast ununterbrochen redet, dann wird man ein bisschen heiser und husten. Und ich brauche jetzt mal ein Eukalyptusbonbon und muss das Spiel reden lassen, hoffentlich. Anscheinend trifft man Geralt, der ist da hinten zu sehen. Schon. Los, die Fesseln runter. Sehr leise. Kann ja gar nicht essen. Gefällt mir nicht. Was, wenn er abhaut? Ist eine Menge wert. Ach komm, wir schleppen den seit einer Woche rum. Hat nie was versucht. Warum sollte er jetzt abhauen? Mal ehrlich, ich frage mich, was hat so ein netter Kerl getan, um die Königin von Serikanien aufzubringen? Ah, die ist eine olle Schreckschraube. Königin und Hexe in einem. Fiese Mischung. Genug von der. Hey, erzähl uns noch eine von deinen Geschichten, während wir Karten spielen. Also gut. Da wir gerade von Königinnen sprachen. Automatisch speichern. Neues Spiel. Abenteuer. Ach so, das war der Schwierigkeitsgrad gerade. Oder wie? Was für einen Schwierigkeitsgrad habe ich jetzt genommen? Sehr leicht. Ich hätte schon normal genommen, aber andererseits. Ist jetzt gerade auf die Story konzentrieren auch nicht schlecht. Ich habe das, wie gesagt, nur mal kurz angefangen, aber die Tests sind sehr gut. Im Jahr 1267 auch auf mich Krieg lag in der Luft, beinahe zum Greifen. Das mächtige Kaiserreich Nilfgaard stand bereit und beäugte die nördlichen Königreiche hinter der Jaruga. Daraufhin trafen sich die Souveräne der nördlichen Königreiche in Hagge. Sie verfassten Deklarationen, gelobten Unterstützung, schlossen Allianzen und klopften sich auf die Schultern. Optimistisch gingen sie auseinander. Unter ihnen war auch Königin Meve aus den Zwillingsreichen Lyrien und Rivien. Ihr habt von ihr gehört und ihrer Schönheit zu Recht. Sie war bemerkenswert, nicht nur ihrer Anmut, sondern auch ihrer Beharrlichkeit und Courage wegen. Sie waren nur noch wenige Tagesreisen von der Hauptstadt Lyra entfernt, als sich ein Reiter näherte. Graf Caldwell sollte in Meves Abwesenheit Prinz Willem, den jungen Sohn der Königin, dabei unterstützen, das Doppelkönigreich zu regieren. Caldwell war schnell geritten. Ihm hing der Schweiß im Bart und sein gestärkter Kragen hatte ihm den Hals aufgescheuert. Muss ich weiterdrücken? Geht das nicht automatisch? Seid gegrüßt, Majestät. Ich freue mich, euch wohl aufzusehen. Das Gipfeltreffen war gedeihlich, hoffe ich. Es wurden Briefe getauscht und Dokumente unterzeichnet. Papier. Von welchem Wert, muss ich noch weisen. Genug der Förmlichkeiten, Caldwell. Sag mir, was geschehen ist. Ich bezweifle, dass du den Weg aus reiner Sehnsucht gemacht hast. In der Tat, Majestät. Ich bin aus anderen Gründen hierher gekommen. Die Streuner von Spalla, diese Banditen, um die ich mich im Namen der Majestät kümmern sollte, die Lage ist außer Kontrolle geraten, fürchte ich. Ganz ruhig, Caldwell. Komm, tief durchatmen. Also gut, nun sprich. Was ist passiert? Sei präzise. Ich nahm die Verfolgung auf, wie Majestät befohlen hatte, und war ihnen bald auf der Spur. Wochenlang verfolgten wir sie. Dann kamen die Späher mit der Nachricht zurück, das Banditenlager aufgespürt zu haben, in den Wäldern bei Lockeren. In der Nacht wollten wir sie im Schlaf überrumpeln. Leider war es eine Falle. Wir fanden leere Zelte und Strohpuppen am Feuer. Bald erfuhren wir, dass die Streuner sich um unsere Stellungen geschlichen hatten, als wir auf die Nacht warteten, und zwar nach Falkenbrand.
Wie bitte, mein Graf? Dort sind doch die Steuereintreiber untergebracht. Und das Gold? Alles? Gestohlen, Majestät. Ich werde alles dafür tun, um es zu retten, das schwöre ich. Sofern es euer königlicher Wunsch ist. Nach Wochen im Sattel sind die königlichen Wünsche sehr bescheiden. Ein heißes Bad, eine Nacht im eigenen Bett. Und doch müssen sie noch warten. Ich muss mich der Sache persönlich widmen. Deine Männer, Caldwell, übernehme ich. Und du? Schick einen Boten nach Falkenbrand. Man soll alles auf meine Ankunft vorbereiten. Sorge dafür, dass alle angewiesen werden. Siehst du, Rena? Ich habe doch gesagt, dass es so kommt. Mein Sohn war nicht bereit, ein ganzes Land zu regieren. Ich gestehe, Prinz Willem muss noch viel lernen. Mhm, ja. Und in sehr kurzer Zeit. Ich muss kurz den Titel des Spiels noch verändern. So, Update. Gut. Willkommen zum Tutorial von Thronebreaker. Bevor du zu deiner Reise aufbrichst, solltest du die grundlegenden Spielmechaniken kennenlernen. Mithilfe von L kannst du deinen Charakter kontrollieren. Folge der mit Kopfsteinpflaster gepflasterten Straße, dann gelangst du zur nächsten Etappe. Jetzt warte mal ganz kurz, ich muss kurz gucken. Wie heißt jetzt? Automatischer Dialog aktivieren. Gut, dass das geht, das freut mich. Weil ich will nicht die ganze Zeit, warum muss ich eigentlich die ganze Zeit drücken, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Wenn es eh vertont ist, muss ich ja gar nicht mitlesen. Wollen die doch einfach reden. So ist mir das lieber, jetzt laufen die Dialoge automatisch. Na gut, folgen wir der gepflasterten Straße. Während des Spiels kannst du deine Armee vergrößern, doch dafür benötigst du die folgenden Ressourcen. Gold, Holz, Rekruten. Während deiner Reise findest du immer wieder mal nützliche Gegenstände und kannst sogar auf neue Gefährten treffen, die dich im Kampf unterstützen. Erkunde jeden Winkel der Karte und beende alle Nebenquests, damit dir auch wirklich nichts entgeht. ...19 Holz und ein bisschen Gold. Ich dachte schon, es gehen Banditen. Marlene haben sie gequält, damit sie ihnen sagt, wo sie ihr Gold hat. Was ist das? Ah, Rekruten. Ich habe in dem Dorf jetzt quasi 11 Rekruten rekrutiert. Verstehe. Außerdem klaue ich ihnen noch das ganze Holz und ihr ganzes Gold, nachdem sie gerade von Banditen überfallen wurden. Ich bin halt die Königin, ne? Ich kann halt machen, was ich will. Tja. Ein Hindernis versperrt den Weg. Du wirst einige Ressourcen einsetzen müssen, um es zu entfernen. Sollen die Holzfäller sich darum kümmern? Unsere Soldaten müssen ihre Kräfte sparen. Minus 25 Gold plus 50 Holz. Oder gib den Soldaten Äxte. Minus 1 Rüstung und dafür plus... Ja, dann geben wir 25 Gold aus und dafür kriegen wir 50 Holz. Ach so, ich sollte das lesen. Eure Majestät, offenbar hat jemand eine Eiche gefällt, welche nun die Straße blockiert. Leider kommt unser Wagen nicht an ihr vorbei. Was sollen wir tun? Die Holzfäller sollen sie hacken. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Die meisten interaktiven Objekte sind auf deiner Karte deutlich markiert, aber nicht alle. Einige Geschehnisse sind nicht vorhersehbar. Deswegen musst du stets vorbereitet sein. Graf Caldwell ritt an der Spitze des Zuges und musterte die Flanke mit wachsamem und trotz seines fortgeschrittenen Alters immer noch scharfem Blick. Majestät, Banditen, dort, an der Baumlinie. Die Soldaten des Grafen versuchten in ihrer Unwissenheit, die Königin mit ihren Leibern zu schützen und wurden prompt zur Seite gestoßen, als sie sich mit einem wilden Schrei auf die Banditen stürzte. Angriff! Auf sie! Hat der Bandit da auf dem Bild?
Ja, wirklich. Der hat, ich wollte das gerade als Scherz sagen, aber der hat so Katzenohren. Das ist irgendwie so eine Wolf-Sadomaso-Maske oder sowas. Ah. Mewe war davon überzeugt, dass die Banditen in die Wälder flüchten würden, sobald sie ihre schweren Fehler erkannt hatten. Schließlich würde kein Bandit von Verstand das Gefolge der Königin angreifen. Doch die Streuner von Spala waren anders. Ihnen war nichts heilig. Schlacht beginnen. Das ist das Schlachtfeld. Du spielst deine Karten in der unteren Hälfte, den Gegner in der oberen Hälfte. Die Einheiten können in zwei Reihen ausgespielt werden. In der Nahkampfreihe oder der Fernkampfreihe. Aber denk dran, die Fähigkeiten einiger Karten können stark variieren, je nachdem in welcher Reihe sie ausgespielt werden. Ein Standardkampf dauert bis zu 3 Runden. Derjenige, der zuerst 2 Runden gewonnen hat, geht als Sieger der Partie hervor. Die Spieler wechseln sich in ihren Zügen ab. Eigentlich ist es gut, dass wir leicht gewählt haben, weil dann sind die Kämpfe schneller vorbei, die zum Zugucken wahrscheinlich das Uninteressantere sind. Während der Züge kannst du zwar nur eine Karte ausspielen, dafür kannst du aber so viele Fähigkeiten einsetzen, wie du willst. Der Spieler, der den Kampf eröffnet, beginnt. Hier bist du in einen Hinterhalt geraten, deswegen darf dein Gegner den ersten Zug machen. Ich treffe eine Fliege aus einer halben Meile Entfernung. Die Königin angreifen? Ein Skandal! Die Stärke der Einheit, die du ausspielst, wird der Gesamtstärke deiner Armee hinzugefügt. Der Spieler, dessen Armee am Ende der Runde über die meiste Gesamtstärke verfügt, gewinnt diese Runde. Einige Einheiten tragen eine Rüstung. Mit der Rüstung kann ein Teil des Schadens, der Einheit zugefügt wird, abgefedert werden oder abgefangen. Die Männer sind bereit, euch zu folgen. Okay. Die meisten Karten verfügen über eine bestimmte Fähigkeit. Wähle die Karte aus und lies dir die Kurzbeschreibung durch. Weitere Informationen erhältst du, wenn du ZR drückst. Spiele eine beliebige Karte aus. Spiele eine Kopie jeder benachbarten Einheit aus deinem Deck aus. Füge einer gegnerischen Einheit Schaden in Höhe der Anzahl aller Karten in dieser Reihe zu. Verbessere diese Einheit um 5. Einfach so, das ist ziemlich mächtig. Ja. Sie sind das Salz der Erde, euer Gnaden. Würden euch ins Feuer folgen. Ihr müsst es nur sagen. Ach so, warte mal. Nur wenn loyal ausgewählt wird. Aber ist egal. Sensen kämpfen? Na gut. Verfügen über das Schlüsselwort loyal. Das bedeutet, dass ihre andere Fähigkeit jedes Mal aktiviert wird, wenn du Mewes Fähigkeit einsetzt. Jeder Anführer verfügt über seine eigene einzigartige Fähigkeit. Wähle einen Anführer aus, um mehr über seine Fähigkeiten zu erfahren. Mewe kann mit ihrer Fähigkeit die Stärke einer Einheit verbessern und ihre Rüstung geben. Sie kann diese Fähigkeit einmal alle paar Züge einsetzen. Okay. Wähle erst Mewe. Dann verbessern wir die Einheit. Und dadurch verbessert sie sich selbst auch noch. Ganz genau. Okay, das ist echt mächtig. Die Bauern mit Mewes Fähigkeit verbessern ist super krass. Du hast die Möglichkeiten ausgeschöpft, die du hast. Du solltest den Zug jetzt beenden. Halte X gedrückt. Die Jagd läuft! Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Okay. Je größer... Achtung! Deckung! Wir werden bombardiert! Bombardiert wegen so ein paar Steinen aus der Schlingschleuder. Die Karten deines Gegners verfügen ebenfalls über Fähigkeiten. Lies dir die Beschreibung sorgfältig durch, damit du deine Strategie danach ausrichten kannst. Okay. Dann spiele ich jetzt den. Genau. Dadurch sollte ein zweiter von diesen Bauernkerlen ausgespielt werden. Die Streuner klemmen die Schwänze ein. Dann sind wir ziemlich mächtig. Ja, der Sieg ist uns sicher. Blas die Hörner. Möge dieser Triumph ewig besungen werden. Wenn du all deine Karten ausgespielt hast,
verwandelt sich die Schaltfläche zum Beenden des Zugs in die Schaltfläche Passen. Wenn du passt, kannst du bis zum Beginn des nächsten Zuges keine Aktion mehr durchführen. Halte X gedrückt, um den letzten Zug deiner Runde zu beenden. Der Spieler, dessen Armee am Ende der Runde über die meisten Stärkepunkte verfügt, gewinnt die Runde. Wir haben das Tutorial bald hinter uns, keine Sorge. Im Fall des Gleichstands erhalten beide Spiele einen Siegerpunkt. Die Schlacht ist noch nicht vorüber. Sparen wir unsere Kräfte für den entscheidenden Schlag. Zu Beginn der zweiten und dritten Runde zieht jeder Spieler drei Karten von seinem Deck. Kampfformation! Beschützt die Königin! Der Gewinner der vorherigen Runde eröffnet die nächste Runde. Spiele eine beliebige Karte aus. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Verbessern wir gleich wieder mit unserer Superfähigkeit. Das Gute an Schleudern, sie sind leicht zu verstecken. Dann spielen wir unseren Angreifer und greifen den Gegner an. Und dann spielen wir noch unseren anderen Bauern. Und dann dürften wir eh schon. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. Hä? Du hast zwei Runden hintereinander gewonnen, damit gehst du als Sieger in diesem Kampf hervor. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation zum erneuten Sieg, euer Gnaden. Die Banditen hatten keine Chance. Gewonnen. Die Kämpfe werden auch interessanter. Es gibt sogar einige spezielle... Die Dinge scheinen wirklich außer Kontrolle geraten zu sein. Dazu kommen wir noch. Milde formuliert. Sprach Mewe, die Arme vor ihrem Brustpanzer verschränkt. Sie sind dreist geworden. Bestimmt seit sie die Steuereintreiber ausgeraubt haben. Ich habe noch nie von Überfällen auf der Hauptstraße gehört. Erklärte Caldwell und wich dem Blick seiner Herrin aus. Genug, Caldwell. Wir müssen für Ordnung sorgen. Kommt! Das Gefolge der Königin zog aus. Die Kavallerie an der Spitze. Dicht gefolgt von der Infanterie und Arbalesten. Und in der Nachhut die gefesselten Banditen. Immer diese Arbalesten. So, das ist schön, wie hier auch die Überreste der Schlacht auf der Map jetzt dargestellt werden, oder? Hier können wir jetzt nämlich auch noch plündern. Bisschen Gold und Holz. Ah, diese Aussicht gefällt mir. Lyrin ist die Perle des Nordens. Mit seiner Schönheit kann sich nur die seiner Königin messen. Was? Nach drei Wochen im Sattel? Wohl kaum, Graf. Wir werden hier lagern. Die Soldaten brauchen und verdienen eine Rast. Wenn du einen genauen Blick auf deine Armee werfen willst, musst du ein Lager aufschlagen. Schlage ein Lager auf, indem du Minus drückst. Mit den Lagerbauten kannst du deine Armee erweitern und erhältst Zugriff auf wichtige Informationen. In der Werkstatt kannst du deine Lagerbauten noch verbessern, wodurch du Zugriff auf stärkere Einheiten erhältst und deine Reise insgesamt ein bisschen einfacher wird. Betritt die Werkstatt. Hier kannst du deine Lagerbauten bauen und verbessern. Um deine Lagerbauten zu verbessern, benötigst du zuerst die erforderliche Menge Gold und Holz. Für deine Reise benötigst du unbedingt Zugriff auf eine Regionskarte. Dafür musst du jedoch zuerst das Zelt der Königin verbessern. Verbessere das Zelt der Königin auf Level 2. Jetzt hast du Zugriff auf die Regionskarte, die du über den Hauptbildschirm öffnen kannst. Auch die Werkstatt selbst kann verbessert werden. Mit jedem weiteren Aufwertung erhältst du Zugriff auf neue und stärkere Einheiten. Das ist nett. Begib dich ins Kommandozelt, um deine Armee anzuziehen. Anzuziehen. Ich kann überhaupt nicht mehr. Ist das nicht das Kommandozelt? Ich weiß nicht, wo ich hinklicken soll. Ah, dahin. Okay.
Aha, das ist quasi mein Deck im Endeffekt. Ich verstehe. Momentan sind aber alle Karten, die ich besitze, in meinem Deck. Im Kommandozelt kannst du Einheiten erschaffen und deine Armee aus den verfügbaren Karten aufbauen. Wenn du dieses Gebäude verbesserst, steigt dadurch auch das Rekrutenlimit deiner Armee, sobald du stärkere Einheiten einsetzen kannst. Links werden die Karten deines Decks angezeigt. Alle verfügbaren Karten, die du zum Erstellen oder Platzieren in deinem Deck verwenden kannst, werden auf dem Hauptbildschirm angezeigt. Wenn du die Ausbildungsplätze und die Werkstatt verbesserst oder verschiedene geschichtsbezogene Quests erledigst, erhältst du Zugriff auf neue Karten. Ausgegraute Karten sind zwar verfügbar, wurden bis jetzt aber noch nicht hergestellt. Bevor du sie zu diesem Deck hinzufügen kannst, musst du sie deswegen erst erstellen. Dein Deck muss mindestens 25 Karten umfassen, darf das Rekrutenlimit deiner Armee jedoch nicht überschreiten. Momentan liegt dein Rekrutenlimit bei 125 Punkten. Um neue Karten zu erstellen, benötigst du noch eine bestimmte Ressource, Rekruten. Du kannst neue Rekruten beim Einberufungsposten, die auf der Karte durch ein Helmsymbol gekennzeichnet sind, sowie durch bestimmte geschichtsbezogene Quests erhalten. Du hast zusätzliche Ressourcen erhalten, um eine Wagenburg-Karte zu rekrutieren. Wähle dazu die Karte aus, drücke Y und bestätige mit A. Ja, wo ist sie denn? Da, Wagenburg. Okay. Füge allen Einheiten in einer gegnerischen Reihe Schaden in Höhe der Rüstung dieser Einheit zu. Entferne dann sämtliche Rüstung von dieser Einheit. Gib dieser Einheit eine Rüstung, wenn immer eine Karte in dieser Reihe erscheint. Ich verstehe. Füge einem Deck deine Wagenburg hinzu, indem du A drückst. So. Du kannst jetzt neue Karten ansehen und herstellen oder zum Hauptspielbildschirm zurückkehren, um deine Reise fortzusetzen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Du kannst dir jetzt andere Lagerbauten ansehen, um dich mit ihren Funktionen vertraut zu machen oder zum Hauptbildschirm zurückkehren. Klicken wir mal schnell zum Beispiel auf unser Königinnenhaus. Ah, Briefe. Im Zelt der Königin kannst du dir einen Überblick über die bislang erhaltenen Briefe und Karten sowie über die Schlüssel- und Kartenfragmente verschaffen. Drückst du auf dem Hauptbildschirm R, gelangst du ebenfalls zum Zelt der Königin. Eure Hoheit, die Künstler von Gradobor haben für euch ein neues Wandteppichmuster für euren Thronsaal entworfen. Ich habe eine Gravur des Entwurfs beigefügt. Ich bin guter Hoffnung, dass sie bei euch Anklang finden wird. Ein zintrischer Löwe aus dem Erbe von König Khoram dem Ersten. Die gefletschten Zähne sind beinahe lebensecht. Und das Ahnenschwert der Dellens von Temerien wirkt, als wäre es in den Tiefen von Mahakam gefertigt worden. Es wird ohne Zweifel das neueste Meisterwerk in eurem Schloss sein. Wir harren gespannt eurer Rückkehr, edle Herren. Gustav Perrault, königlicher Haushofmeister. Brief von König Dimmewende. Liebe Mewe, ich bin dankbar, dass du am Gipfeltreffen teilgenommen hast. Zum Glück haben wir das Treffen nicht noch länger aufgeschoben. Angeblich entfesselt die Armee, die in Marsch gesetzt sind, einen veritablen Staubsturm jenseits der Yaruga. Komme, was wolle. Du bist meiner bedingungslosen Unterstützung gewiss. Mit den besten Wünschen, Demavet. Erhöhte nilfgaardische Aktivität am Fluss der Ammelberge und bei Rittbrunn.
Botschafter spricht von Routineübungen. Truppenstärke und Qualität der Ausrüstung sprechen eine andere Sprache. Empfehle Verstärkung der Grenztruppen und Verdreifachung der Patrouillen entlang Yaruga. Der Yaruga. Streuner und Spalter, Banditengruppen, die sich nach der Revolte im Kerker der Burg von Spala formiert hatten, hauptsächlich Taschendiebe, Gauner und Meuchelmörder, bewaffnet mit Schleudern, Dolchen und Folterinstrumenten aus Spala, sowie Henkers, Äxten, Sägen oder Hämmer. Punkt. Cleverer und dreister als gewöhnliche Banditen greifen schwer bewaffnete Karawanen und Anwesen von Adligen an. Die Identität des Anführers ist unklar. Okay. Was ist das hier? Können wir da mit unseren Gefolgsleuten reden und sowas? Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Im Esserzelt kannst du dich mit deinen Gefährten unterhalten. Verbring ein wenig Zeit mit ihnen. Vielleicht verraten sie dir ja das ein oder andere Geheimnis. Kleine Pause? Ja. Aber wenn ihr neue Befehle für mich habt, bin ich jederzeit bereit. Ruhig, Rinna. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ist dir nicht langweilig so allein? Wäre Gesellschaft denn nicht viel netter? Vielleicht ein Schwätzchen mit dem Wirt? Ich weiß eure Sorge zu schätzen, Majestät. Aber mir ist Ruhe lieber. Warst du schon immer so ein Einzelgänger? Durchaus nicht, Majestät. Als junger Mann liebte ich Gesellschaft und Konversation. Was hat sich geändert? Es hätte mich fast den Kopf gekostet. Kennt ihr die Geschichte nicht? Wie ich zur rechten Hand eures Gemahls wurde? Nein, aber ich würde sie gerne hören. Ich war 20, kaum eingeschrieben und schon Leutnant. Wegen meiner Herkunft, nicht meiner Verdienste. Meine Kameraden haben mich deshalb von oben herab behandelt. Verständlicherweise. Also wurde es mein Ziel, mir Respekt zu verdienen. Ich wollte klug wirken und beurteilte die Entscheidung des Königs. Dieses Manöver hat er verborgt, den Gedanken hat er nicht zu Ende gedacht. Dort hat er einen Anfängerfehler gemacht. Das konnte ja nur ins Unglück führen. Nicht lange und ich wurde festgenommen. Jemand hatte mich wegen Majestätsbeleidigung denunziert. Das Verfahren war nach einer Viertelstunde vorbei. Schuldig und zum Tode durch den Strang verurteilt. Reginald griff jedoch ein und verlangte, dass ich jedes Wort wiederholte, was ich über ihn und seine Taten gesagt hatte. Das tat ich. Schweißgebadet. Der König hörte aufmerksam zu. Als ich dann fertig war, gab er mir recht. Er sagte, so einen klugen Kopf könne er brauchen. Und machte mich zu seinem persönlichen Berater. Dann hat er mich geköpft. Reginald war nicht der Held. In seine Tasche gesteckt. Aber Klugheit bei anderen erkannte er. In dem Moment schwor ich mir, nie wieder aufzuschneiden wie ein Idiot. Und das Vertrauen des Königs nie zu missbrauchen. Den Schwur hast du gehalten. Vor seinem Tod sagte er mir, ich solle keinem trauen. Außer dir. Wenigstens damit lag der alte Knacker richtig. Danke für diese Geschichte, Renard. Es war eine schöne Geschichte. Okay, ich sag das mal auch noch. Weil es geht. Ich fürchte, aus Willem wird nie ein guter König werden. Seien wir nicht zu eilig mit so harten Urteilen, Majestät. Der Prinz ist erst 16. Und damit volljährig. Er sollte die Krone jetzt tragen können. Ich habe das Land nur kurz in seiner Obhut gelassen. Sieh, was daraus geworden ist. Banditen haben die Oberhand. Vielleicht gab es Umstände außerhalb seiner Kontrolle. Das hoffe ich, Renard. Wenn nicht, müssen wir hoffen, dass Anseis anstelliger ist als sein Bruder. Die Chance dafür steht allerdings nicht hoch. Ich muss nun gehen. Wer bist du denn? Grauer Reiter. Ach, das ist nur meine Statistik, der graue Reiter. Mit dem Wirt kann ich nicht reden. Na gut, okay. Dann schauen wir mal noch hier hin. Was wir aufbessern können und was es bringt. Wenn wir unser königliche Schatzkammer erhöht die Anzahl der Schätze, die Mewe ausrüsten kann, auf 3. Wir können Schätze ausrüsten? Naja, keine Ahnung. Was ist, wenn wir das Messezelt verbessern? Hier kannst du... Ach, das geht noch gar nicht. Okay. Kommandozelt, da können wir aber was machen.
setze Späher ein, um die Lage von Schätzen und Ressourcen auf der Regionskarte zu markieren. Schauen wir mal, was wir noch so für Möglichkeiten haben. Gewährt nach jedem Kampf 25 bis 75 Gold, also mehr Gold. Die Ausbildung ist... der Ausbildungsplatz ist verfügbar und im Kommandozelt können neue Kampfeinheiten rekrutiert werden. Gewährt nach jedem Kampf einige Rekruten. Das ist ganz schön teuer mit den Rekruten. Was haben wir hier noch? Im Kommandozelt können neue Hilfseinheiten erstellt werden. Erhöht Mewes Bewegungsgeschwindigkeit auf der Karte. Erhöht Mewes Bewegungsgeschwindigkeit in die Karte. Was war das? Schätze und so weiter werden auf der Karte markiert. Das machen wir mal. Jetzt schauen wir, ob wir uns noch was leisten können. Ich glaube nämlich eh nicht mehr. Andere war alles sehr teuer. Okay, cool. Dann können wir jetzt endlich weitermachen. Ich muss mich nur noch schnell anders hinsetzen. Ach, geh nach Falkenbrann. Na dann. Ach so, denk daran, dass du die Karte mit X öffnen kannst. Große Karte. Sehr, sehr, sehr große Karte. Na dann, los geht's. Dazu zahle ich Steuern, dass ich auf der Hauptstraße ausgeraubt werde, am helllichten Tag? Entschuldigung, ich bin gerade müde. Gäbe es die Handelsrouten nicht, wäre ich über Sotten gereist. Sie haben es mir gesagt. Lyrien ist Wildnis. Gesetzlos, chaotisch, eine verdammte Schande. Die Moral deiner Armee kann sich verändern. Eine neutrale Moral hat keinen Einfluss auf die Karten, aber eine niedrige Moral verringert die Stärke um jeder Einheit um einen Punkt. Eine hohe Moral erhöht die Stärke um einen Punkt. Die aktuelle Moral der Armee wird durch das Symbol in der oberen linken Bildschirmecke angezeigt. Deine Entscheidungen beeinflussen die Moral. So kannst du beispielsweise ein Opfer an einem Schreim am Wegerand bringen, um es zu erhöhen. Aber denk daran, nach einem erfolgreichen Kampf wird die Moral immer wieder auf neutral gesetzt. Oh, da unten sind Leichenfresser. Seht ihr das? Behalte das unbedingt im Hinterkopf. Na dann. Erhöhte Moral. Bei den Göttern. Was ist das für eine Pest? Nekrophagen. Angelockt vom Blutgeruch. Und solche Monster treiben sich auf meinen Hauptstraßen rum. Niemals! Angriff! Nicht auf meinen Hauptstraßen. Nekrophagen. Wer waren die Reisende, deren Leichen die Straßen säumten? Sie sahen aus wie Pilger, die das Unglück hatten, den Streunern von Schbala über den Weg zu laufen. Die Banditen haben ihnen die Kehlen durchschnitten und ihre Leichen unter der Sonne verrotten lassen. Sie wussten höchstwahrscheinlich, dass der Verwesungsgeruch Aasfresser anlocken würde und die nächsten Vorbeiziehenden so zu einem schrecklichen Tod verdammten. Und ganz offensichtlich hat sie dieses Wissen nicht von der Tat abgehalten. Eine Trophäe. Eine Trophäe gilt als einzigartige Karte. Das heißt, dass du sie zu jeder Zeit das nur eine in deinem Deck haben kannst. Die Trophäe erscheint automatisch zu Beginn der Partie auf dem Schlachtfeld. Am helllichten Tag bei dieser Hitze. Nicht während meiner Nachtschicht. Zauberei. Ja, das genau. Sollten wir nicht ausschließen, Graf. Wir müssen größte Vorsicht walten lassen. Deine Reihen sind mit Nebel in Nebel gehüllt. Das ist nur einer von vielen verschiedenen Reihen-Effekten, mit denen du immer wieder zu tun haben wirst. Reihen-Effekte haben einen Einfluss auf alle Karten, die sich in dieser Reihe befinden und können entweder positive oder negative Folgen haben. Später wirst du Zugang zu Karten bekommen, mit denen du ähnliche Reihen-Effekte anwenden kannst. Renard, was ist das? Ein Geist? Eine Striege? Ich weiß es nicht, Euer Gnaden. Ich habe so ein Ding noch nie gesehen.
Diese Aasfresser kenne ich. Sind letzten Frühling bei meinem Anwesen aufgetaucht. Angelockt von den Kadavern meiner Schafe. Oh, ich wollte den Text nicht überspringen. Sorry. Verwende Krafttonikum und stärk deine Einheit. Na, meinetwegen mache ich halt das. Moment mal, verbessere eine Einheit, Jürgen. 18 Stärke. Sie mögen ekelhaft aussehen, aber sie bluten wie wir. Vorwärts, nieder mit ihnen. So, aber mit meinen Bauern haben sie nicht gerechnet. Ich hätte auf meine Alte hören sollen. Gut, dass wir sie niedergemacht haben, bevor sie sich vollstopfen konnten. Nächste Runde. Ach ja, genau. Was ist denn jetzt mit meiner Trophäe? Die Trophäe bleibt auch bei Rundenwechsel auf dem Schlachtfeld. Bäh. Ich hatte gerade ein bisschen Verpackungspapier an meinem Hustenbonbon kleben. Die Trophäe bleibt auch nach Rundenwechsel auf dem Schlachtfeld, das über Zähigkeit verfügt. Wenn immer Mewe über Fähigkeit einsetzt, verringere ihre Abklingzeit um 1. Ah, alles klar, cool. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Herrin, da kommen noch mehr. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Ja, das ist schon sehr leicht auf leicht. Frag mich, ob ich doch auf normal stelle. Aber das ist klar, wenn sie... Die sind stark wie Ochsen. Was ein bisschen lächerlich. Und Angst haben sie keine. Sie sind im Blutrausch, Herrin. Ihr Überlebensinstinkt verstummt. Sie spüren keinen Schmerz. Ich kenne das schon. Majestät, wir müssen uns zurückziehen. Wir können nicht siegen, nur die Verluste minimieren. Oh oh. Nicht nur Mewe, sondern auch jeder gegnerische Anführer verfügt über eine einzigartige Fähigkeit. Der gegnerische Anführer hat seine Fähigkeit eingesetzt und deine stärkste Einheit nicht nur zerstört, sondern sie auch seinen Nekrophagen zum Fraß vorgeworfen. Jetzt sind sie noch stärker geworden. Es ist keine Schande, sich zurückzuziehen, wenn das Glück nicht mitspielt. Ich auch, Boogeyman. Ich spiele Gwent auf dem Tablet fast jeden Tag eigentlich. Wenn eine Runde mal nicht ganz nach Plan verläuft, kannst du deinen Zug passen und deine Kräfte einfach für die nächste Runde aufsparen. Aber denk daran, du kannst nur am Anfang deines Zuges passen. Achso, ja, ja. Also noch bevor du irgendeine Karte ausgespielt oder eine Fähigkeit eingesetzt hast. Passe jetzt und geh in die nächste Runde. Trottel. Was haben wir denn da für eine Karte bekommen? Denk daran, nur weil eine Runde nicht ganz nach Plan verlaufen ist, hast du nicht gleich den ganzen Kampf verloren. Denn um zu gewinnen, braucht man 2 Siege. Jetzt müssen wir siegen! Rückzug ausgeschlossen! Waffen bereithalten! Angriff! Le Attacke! Dort. Noch eine Ausgeburt! So ein Pesthauch! Wo ist nur mein Riechsalz? Damit du deine Armee so erfolgreich wie möglich führen kannst, solltest du die Synergie zwischen deinen Karten anschauen. Spiele Wagenburg in einer Nahkampfreihe aus. Die Fähigkeit dieser Karte wird mit jeder weiteren Einheit, die später in derselben Reihe gespielt wird, stärker. Ach so, das kann ich immer wieder verwenden. Ich verstehe. Okay, machen wir. Karten mit der Befehlfähigkeit können jederzeit während deines Zuges manuell aktiviert werden.
Doch dafür müssen sie schon lange genug auf dem Schlachtfeld sein. Das Symbol auf der unteren Karte zeigt dir an, ab wann die Fähigkeit eingesetzt werden kann. Während deines Zuges kannst du jede beliebige Kartenanzahl aktivieren, die über die Befehlsfähigkeit verfügt. Die meisten können zwar nur ein einziges Mal eingesetzt werden, aber Befehlfähigkeiten hingegen sind mehrere Male pro Partie aktivierbar. Okay. Na dann. So, gib allen Einheiten mit erschöpften Befehlen eine Ladung. Dann sollte ich jetzt vielleicht erst... Achso. Spiele eine... Den soll ich spielen. Ja, genau. Ich brauche ein Ziel. Setz die Fähigkeit von Wagenburg ein. Füge allen Einheiten in einer Reihe... Achso, ja, dann nee, passt schon. Weiter. Mit der Fähigkeit von Rainard kannst du Einheiten, deren Befehlfähigkeit bereits eingesetzt wurde, erneut aktivieren. Dadurch wirst du die Fähigkeit von Wagenburg noch einmal einsetzen können. Ihre Majestät ist außergewöhnlich. So, aber jetzt mal ehrlich, warum kann ich nicht die Anführerfähigkeit einsetzen? Dann könnte ich die Rüstung noch erhöhen und noch mehr Schaden machen. Aber gut, das ist halt das Tutorial, also... Kann jetzt nochmal eingesetzt werden. Ja, das stimmt. Dein Gegner hat all seine Karten. Aber ich finde, bei Gwent sind die Nilfgaarden die nervigsten Gegner, aber macht auch echt viel Spaß, mit ihnen zu spielen, weil sie so viel nervige, manipulative kleine Karten haben, die so viel verändern können und deine Taktik so durcheinander bringen können. Die sind schon, weil sie so hinterhältig sind, die interessanteren, finde ich. Oder zumindest ziemlich interessant. Nicht so wie die Skellige, die einfach draufhauen hauptsächlich. Dein Gegner hat all seine Karten ausgespielt und du bist stark im Vorteil. Der Sieg ist dir schon sicher. Du kannst nun entweder deinen Zug passen oder deinen glorreichen Triumph bis zur letzten Sekunde auskosten. Ja! Schütze zu Diensten! Die Bestien hatten keine Chance. Der Sieg ist unser.